Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Torster Katoto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt im Vorsprung schon gesehen, ich habe es gestern Abend noch geschafft, die 3000 Pokal. Ich habe das jetzt auch so lange stehen lassen, bis ich halt die zweite Folge hier quasi davon aufnehmen konnte. Aber ich konnte gestern Abend nichts mehr abdrehen, weil es schon viel, viel zu spät war. Und ich muss natürlich jetzt an dieser Stelle allen danken, die mir dazu verholfen haben. Also vor allen Dingen ihr. Ja, und meiner Oma, meine Mutter, meine Kinder. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Also vielen lieben Dank für die vielen, vielen Tipps. Ich habe es endlich gepackt und ich habe es jetzt auch so lange stehen lassen. Ich habe nichts mehr im Bau hier. Die 8 Stunden sind natürlich schon lange rum. Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, ich blende euch oben nochmal den Hinweis auf das vorherige Video. Dann wisst ihr auch Bescheid, worum es eigentlich in dieser Folge geht. Also wie gesagt, ich habe die 3000 Pokale erreicht und ich bedanke mich natürlich auch bei der Elisabeth, die mir das ermöglicht hat. Also ich habe das jetzt echt so lange stehen lassen, denn das war letztendlich mein entscheidender Kampf hier für die 3000 Pokale und natürlich für die Klingel Klingel 1000 Gems hier und die 5000 EP. Die schießen mich auch gleich auf. Ja, haben die mich jetzt da hingeschossen? Ja, die haben mich da jetzt mal eben hingeschossen auf Level 175. Also wirklich krass. Und ich denke mal, es waren auch ein paar schöne Kämpfe dabei. Und es waren natürlich auch ein paar Geschenke dabei, muss ich sagen. Denn ich muss mal eben schauen, ob er noch dabei ist. Ja, ihr seht das hier, das ist immer so ein Hoch, so ein Auf und Ab gewesen. Und ich habe immer gedacht, Thorsten, du musst das ja jetzt mal packen. Das kann ja jetzt nicht sein. Und ich habe immer so, ihr habt das ja gesehen, immer so um 2800 oder beziehungsweise 900 rumgeeiert. Immer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, 2950. Bei 2982 habe ich schon gedacht, jetzt ist es soweit. Und dann kamen aber noch solche Geschenke hier rein. Also das ist dann ja auch ein Geschenk des Himmels, dass du dann gerade, wenn du so auf den Endpokalen bist, die du erreichen willst, so eine Base hier bekommst, wo du jetzt nicht großartig überlegen musst, von welcher Seite kommen jetzt rein, ja, sondern hier rein die Truppen und durch diese Base. Und ich hatte dann auch Sorge, oh Gott, ich schaff's jetzt ja doch nicht. Aber ich habe es natürlich doch irgendwo am Ende gepackt. Und ja, das ist natürlich, ist einfach so eine Base hier. Ich meine, irgendwann kommt man auch durch die Mauern durch. Und wer hier dann nicht mit Lufteinheiten reingeht, ansonsten lässt ihr halt 4 Luckys über oder 8 Luckys. Ich weiß gar nicht, wie viel man in einem Slot Platz hat. Dann schaffst du natürlich auch so eine Base hier. Aber diese Folge soll für euch einfach nur als Info gelten. Also wird auch gar nicht mal so ein langes Ding, kurzes, knappes Ding hier, einfach nur Status. Dann kann ich nämlich endlich weiterspielen. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich mich jetzt hier oben halte. Ich habe nämlich gesehen, das muss ich gleich nochmal nachgucken, dass ich jetzt, es gibt ja gar keinen weiteren Bonus hier. Das heißt also, wenn man hier bei über 3000 ist, dann ist ja auch quasi Bonus Ende. Also man bekommt natürlich Bonus, aber es geht jetzt nicht mehr weiter. Das heißt also, wenn ich jetzt noch mehr Pokale scheffel, dann ernte ich dafür nur Huhn und Sport, hätte ich mal fast gesagt, sondern ich ernte dafür, glaube ich, keine weiteren Pokale, so wie ich das sehe. Ich drücke mal auf Info, ja, es geht nicht höher. Also 400.000 maximal kann man pro Tag machen. Und ich habe auch noch nichts weiter angestartet. Ich denke, ich spare hier auf die Post, so heißt es, Guard Post, also auf dem Watch Guard oder Guard Post. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschen heißt. Und was ich mit dem Elex mache, weiß ich noch nicht. Also ich kann mich dann nach wie vor nicht zu durchringen, was ich wirklich mache, aber ob ich mich jetzt auch wirklich hier oben halte, das weiß ich natürlich erst recht nicht. So, gucken wir mal. Ich habe ja gestern gesagt, never touch a running winning team und das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe nach wie vor echt nur mit dieser Truppe hier angegriffen und habe die auch nicht nochmal gewechselt dann an der Stelle. Ich glaube, das war auch gut so. Ich glaube, die Entscheidung war absolut in Ordnung, das einfach mit der Truppe weiter zu probieren. Denn die hat mich letztendlich hier oben hingetragen. Meine Drachen sind ja auch bald auf Level 12. Dann habe ich endlich auch quasi die erste Max-Truppe hier in der Bilderbase. Und ja, mal sehen, wie ich weitermache. Erst dann die Kampfmaschine auf 10 oder ob ich dann die Megamutanten hier auch auf den hohen Level bringe. Aber wie gesagt, ich weiß es halt noch nicht. Und ich denke, es geht erstmal ein paar Pokale runter. 2 Bilderbase-Folgen von mir an einem Stück. Na, das ist auch eigentlich nicht mein Ding. Das kennt ihr, seid ihr auch nicht von mir gewohnt. Aber ich wollte, wie gesagt, euch das einfach nicht vorenthalten. Hab den ersten Teil gestern Abend schon aufgenommen und den zweiten einfach heute hinterhergeworfen hier. Ja,
ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, ob ihr das in Ordnung findet. Ich weiß, dass die Folgen einfach ein bisschen weniger Klicks haben. Es ist ja auch nicht so wirklich spektakulär hier, wie ein Clankrieg oder so, dieses Rumgefarme, wenn man hier jetzt minutenlang schaut, dass dieser Megamutant dieses Lager hier ja so ganz behende macht. Und man weiß ja eigentlich, wenn der jetzt weiter vorausfliegt, dann ist er sowieso hin. Ja, der wird ja nicht mehr reißen als dieses Lager. Und jetzt ist es endlich soweit. So, der Turm macht den jetzt. Und ich denke mal, 59% ist ein bisschen dünn. Da weiß ich gar nicht, was macht denn der Gegner? Oh, der braucht wieder so lange. Aber bei mir ist ja eigentlich alles fertig. Und mal gucken, ob er da jetzt durchkommt hier. 53 hat er. Und, oh, er kriegt nicht mehr. Ich halte mich hier oben. Ja, gegen Max-Truppen. Ja, jawohl. Auch eine 5er Kampfmaschine, aber Truppen schon ein bisschen weiter. Ja, läuft bei mir, Thorsten. Super. Aber wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt hier anstoße. Die brauchen noch 14 Stunden. Die haben jetzt 4 Tage gelaufen. Ist ja auch eine ganz schöne lange Zeit. Und ich mache heute nichts mehr. Ah ne, komm, wir hauen jetzt noch den Boost hier raus und machen die Pötte hier voll. Mal sehen, wie weit wir kommen. Und ob ich nicht erst die Kampfmaschine mache mit dem einen Bauarbeiter. Oh. Ja, ist klar, dass mir sowas jetzt natürlich passiert. Ja, vor lauter Euphorie hier vergisst Toto dann eben mal seinen Helden. Ja, super. Ja, aber das ist mal wieder typisch Thorsten. Also, oh, naja. So ist das Leben, so ist hier Live-Spielen in der Bilderbase. Und mal sehen, ja, vielleicht reißen wir ja was. Vielleicht brauchen wir einen Helden gar nicht. Helden werden sowieso immer überbewertet. Und deswegen gucken wir mal, ob der nicht doch hier ohne Helden irgendwo schlagbar ist. Also mindestens 50% sollten hier drin sein. Ich denke mal, bis zur Bilderbase oder bis zur Bilderhall kommen wir sicherlich nicht. Aber irgendwo so die 50%, ja, die peilen wir jetzt mal an. 45, na komm, geht da noch ein bisschen was? Au, da kommt die Tonne jetzt schon auf meinen großen Drachen da. Eieieiei, aber der schafft die Kanone noch, jawohl. 50% sind es hier geworden. Und dann werde ich meinem nächsten jetzt, glaube ich, abwarten, dass meine Kampfmaschine auch wieder fertig ist. Also, ich kann euch sagen, niemals aufgeben hier. Immer am Ball bleiben, also immer super dabei bleiben, so wie ich hier. Nämlich mit einem von mir selbstverschuldete Niederlage. Und die muss ich mir jetzt echt selber in die Schuhe schieben. Das geht ja gar nicht. Das mache ich jetzt mal so. Ich schicke hier jetzt mal einen Babydrachen vor. Ich hoffe jetzt, dass schon mal eine Luftabwehr da hinschießt. Das macht sie auch. Das ist auch super von mir. Beabsichtigt so. Und ja, mal sehen. Die Kampfmaschine geht eigentlich geht sie schön außen rum. Kleter schön, zieht so ein bisschen den Bogenschützenturm auf sich und kann jetzt ganz in Ruhe hier die Außenseite erstmal klären, während innen drin meine Drachen hier eigentlich alles machen. Ich habe heute auch gelesen in den Kommentaren, ja, ich habe das gestern so belächelt, Flugtiere. Stimmt, habe ich mal so genannt. Aber meine Flugtiere, ihr seht das, die machen jetzt gerade die Kern mir mal eben die Mitte, während meine Kampfmaschine weiterhin außen ganz behende durchgeht und noch die letzten Prozente hier macht. Also, ja, gar nicht mal so schlecht. Oh, das ist auch der Hammer, dass der Crusher da jetzt schon wirkt. Dass der so einen großen Radius hat, der macht natürlich jetzt nur, oh, der macht leider meine Kampfmaschine kaputt. Schade auch. Aber, auch nicht schlecht, die beiden armen Mutanten da in der Riesenbombe gestorben. Naja, 74%. Sieht aber, glaube ich, gut aus. Mal gucken, ob mein Gegenüber das besser macht. Ich habe ja gestern echt wenig geguckt. Was macht eigentlich mein Gegner? Denn gerade hier im Boost, da guckst du natürlich nicht, da willst du ja angreifen, aber wenn der Gegner sowieso so lange braucht, bist du natürlich dazu verurteilt, das Ganze noch weiter zu gucken. Und so wie ich das sehe, sieht das für ihn besser aus. Die räumen jetzt sicherlich noch reichlich ab und ich habe natürlich jetzt auch nicht mehr so viel auf dem Feld. Ich weiß gar nicht, 74, glaube ich, gab es zu schlagen. Gucken wir mal, ob er da mehr macht. 71, komm, die Maschine macht er doch. Oh, nee. Ich glaube, das Ding gibt 3%. Ja, sind 74 und schafft er noch was? Schauen wir vielleicht einen Unentschieden. Das wäre natürlich super. Jawohl, wir schaffen das Unentschieden. Also, ja, habe ich gestern schon gesagt, kann ich super mit leben mit so einem Unentschieden hier. Und ich denke mal, der Kollege auch.
denn ist immerhin besser als eine Niederlage. Oh, oh. Und deswegen kämpfen wir uns hier weiter nach vorne. Da lasse ich jetzt erstmal die Megamutanten so ein bisschen Vorschaden machen und schicke hier mal zwei rein, denn hier ist ja doch reichlich viel an Lagern. Und die Maschine soll einfach mal ein bisschen helfen hier beim Clearen. Die geht jetzt natürlich gleich schön den Gang entlang. Jawohl, voll auf den Crusher. Aber die ist ja jetzt, na, ist sie noch in Wut? Jawohl, Crusher weg. Oh, da ist reichlich Feuer hier in der Mitte. Entschuldigt, dass das jetzt wieder gerade so rot wird. Ich ziehe das mal gerade ein bisschen runter. Dann sehen wir auch noch was, aber Donnerwetter. Starke Base, 30% mit der Maschine nicht zu packen. Und sehr kompakt. Ja, kann man vielleicht mal nachbauen. Auch da habe ich mich gestern so ein bisschen inspirieren lassen von einigen Bases, aber ich bin so behende, dass ich echt nicht so die super Lust habe, mir was nachzubauen. Bin jetzt aber schon wieder schön unter 3000, jawohl. Da, wo du eigentlich auch hingehörst, Toto. Und ich will zumindest den Boost mit euch hier rumbringen. Oh, ich warte auch nie ab, dass da mal eine Luftbombe vorher so hoch geht. Vielleicht mit einem Drachen schon mal antesten oder so. Und sondern ich hau die hier immer voll weg. Eieiei. Naja. Okay, ich bin aber schon fleißig am Aufnehmen, denn ich hatte euch ja für morgen eine harte Folge versprochen. Harter CK bei uns hier bei den True Warriors. Und ich habe es diese Woche, glaube ich, schon gesagt, das macht echt Spaß auf mehr, oder letzte Woche war es. Und das hier macht keinen Spaß, 48%. Oh. Naja, mal schauen, was der Gegner macht, 25%. Oh, das sehe ich dann immer sehr ungern, wenn das schon so langsam geht, so dumm, die dumm. Ja, und der ja eigentlich, was macht er denn eigentlich? Was macht unser Gegner hier? Ja, da läuft einem natürlich auch so ein bisschen die Zeit davon im Boost. Das ist auch ein bisschen schade. Also nochmal an euch, verloren. Nochmal an euch die Herausforderung oder die Aufforderung. Was mache ich eigentlich als nächstes hier? Ich weiß es nicht. Ich werde wieder was Kleines anstoßen, was Billiges, was nicht so lange läuft. Damit ich warte auf eure Kommentare, ob es erst die Battle Machine sein soll mit 1500. Die ist sowieso im Moment unerreichbar für mich. Oder vielleicht der Clock Tower. Oder doch die Post. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht mache ich den Crusher erstmal nach. Der dauert dann einen Tag. Denn ich muss sagen, jetzt nach den beiden Folgen kann die Base auch nicht mehr sehen. Ist mir ein bisschen über jetzt 2 Tage hier am Stück Bilderbase. Nonstop, hätte ich mal fast gesagt. Das schlaucht mich auch. Und eure Nerven strapaziert das sicherlich auch. Aber wenn ich die jetzt da schicke, dann ich schicke die mal hier und ziehe die mal so dahinterher. So, jetzt muss ich hier aber unter wieder nicht auslösen lassen. Denn ich möchte jetzt ungern, dass die sofort hier in den Crusher reinläuft. Ja, tut sie aber. Okay, aber den werden wir mit Masse, ja, den packen wir in jedem Fall. Also kompakte Bases, die ich hier gerade sehe. Ich denke mal, Zeit, um was nachzubauen. Und um mal ein bisschen kreativer hier zu werden. So ein bisschen baut ja meine Base auch ein bisschen weiter aus. Und aber die sind hier echt kompakte Bases. Kleine kompakte Bases, also gar nicht mal so auseinandergezogen, sondern richtig geballtes Feuer hier, geballte Verteidigung ist auch nicht schlecht. Vielleicht wäre das natürlich jetzt eine Base für Fußtruppen gewesen. Aber ich denke mal, auch das dauert wieder so lange. Der Boost ist eh um. Ich lasse das jetzt auslaufen. Und ich hoffe, die zweite Folge für heute hat euch trotzdem gefallen. Also bleibt bei mir dran. Morgen kommt die HTCK-Folge. Bis dahin, euer Toto. Clash.